Fliegen erlernen kann. Komm, wieder was da verbrennt. Das Ding kann auf jeden Fall sehr starke Attacken. Wieder weniger Kick kann. Kann Wuchtschlag. Es kann auf jeden Fall viele Kampfattacken auch. Ich dachte immer, das wäre irgendwie Typ Eis oder so, weil es so blau ist. Oder Typ Gestein. Gestein wäre doch passend gewesen. Apokalypse. Och nö. Okay. Dann setz ich den Strauchler ein. Das Ding hat selber zwei Warps, aber deswegen setz ich den Strauchler ein. Okay, macht sogar eine Menge Schaden. Oh, scheiß auf den. Okay, doch, und nicht scheiß auf den Platz. Ist kein Energieball. Okay. Sehr interessant zu wissen. Let's to know. Jetzt weiß ich, dass das Fakti hier Energieball kann. Danke. Spiel überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Also schon wieder Energieball. Junge, was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Die Gasauga. Der hätte mich hier auch verbrennen können, ne? Boah, also ich muss sagen, gut, das macht einen sehr, sehr guten Job aktuell. Mal sehen, ob der Scheiß noch aufnimmt. Ja, das tut er. Aktuell. Gelabra. Oh. Gelabra. Das wird scheiße. Weil das Ding kann Feuerattacken. Das Ding kann Gasattacken. Das Ding kann Pflanzenattacken. Das Ding kann Energieball. Weiß ich, weil selbst wenn man eins besaßt. Besaßt. Aber jetzt mal mehr. Das ist richtig böse. Ich meine, ich bin dumm, weil das Ding kann Energieball. Das weiß ich. Das bist du ja letzte Pokémon da. Sieht aus, als habe ich damit, dass ich Kapitel erreicht. Ja. Da wo der legendäre Fremd, das war ein Naschweif. Warum setzt du Spukball an? Das Ding hat safe Energieball. Wisst du was? Ich guck dich das jetzt auf Pokewiki. Ich wollte gerade auf Feiern, ich muss eigentlich gucken, ob es neuen Content gibt. Für Buch 2. Aber nein. Warte, es hat mich gekillt. Mensch. Gott, dann muss ich. Natürlich Pokewiki. Kein Internet da. Safe. Boah, dann durch das Ding erstmal langsam machen. Alter, wie schnell ist die Blitz denn, bitteschön? Sonst bietet das jetzt Gelaber. Ich guck mal, Anissa. Stromstoß. Schreibt sich ja nicht mit 2 oder 1 A. S und N. Nächster Schlag ist mit einem N. Okay. Gelaber ist schon besiegt, Alter. Nice. Das Ding ist OP. Also nicht Gelaber. Okay, doch ist es auch. Aber ich rede hier gerade von Seebritz. Seebritz ist nämlich ein richtig geiles Pokémon. Okay, ich guck mal. Schwarz und Weiß. Gelaber. Psychokinesisch Pokémon gegen Schlussfallstimme. Okay, ist das jetzt der Rückgrund oder was? Nein? Achso, okay, ist erst am Schwarz-Weiß 2. Das ist etwa da. Energieball? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. So, tut mir leid. Zunächst muss ich meine Pokémon auch um Vergebung bitten. Ich bin betrübt, bekümmert und untröstlich. Ja, du hast sicher ein schlechtes Buch gelesen. Du solltest Mangas lesen. Nee, besser. Aber ich würde dir die Pokémon-Mangas nicht auf Französisch empfehlen. Nur so als Tipp. Diesen cringe extrem. Neulich habe ich einen Pokémon-Manga zu Sonne und Mond gelesen. Ich habe dann auch noch vorher einen. So, welche? Was war's nochmal? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr. Aber diesen mega cringe, auf Französisch zumindest. Ich meine, wie sieht das Festival beim Sonne und Mond-Gedöns aufgebaut haben, fand ich schon irgendwie cool. Aber ich fand es ein bisschen random, dass da zum Beispiel, Achtung, weil der Bromley zum Beispiel dabei war oder Mask Royal, gegen die man gekämpft hat, und Gladio, und dass man da schon, dass der Protagonist da schon
Z-Attacke konnte, das war richtig seltsam. Aber generell bin ich kein Fan von französischen Büchern, weil der Text für mich einfach keinen Sinn ergibt. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern da. So, jetzt gehen wir zu. Wir sind, guck mal, der Katlea. Katlea hat Psycho-Pokémon. Ich würde sagen, mit Irokaze sind wir da sehr gut dabei. Was hat sie nochmal? Ich rede jetzt mal von Schwarz-Weiß-Frei. Was hatte sie da nochmal? Mobitesse, Somnivora. Keine Ahnung, was da noch war. Kadova war da definitiv nicht dabei. Simsalab, glaube ich, war dabei. Nee. Ich glaube, das verwende ich hier gerade mit Diamond Pearl. Platin. Gerade ist aufgewacht. Boah. Du warst nach. Die ganze Zeit gepencht, die Bitchen. Guckst dir wohl sicher, wie dieser Fernwasserfgabe so Mitternacht YouTubern. Aber gute YouTuber, ne? Kein Apuret oder Bini Beauty Billis, sondern Fernwasserfgabe oder Carbonat. Oder Dontello oder LPM. Ganz gute YouTuber halt. Keine Concrafter, Luca, Bibi's Beauty Palace. Und so halt. Die ganz. Die Extremen halt, sollte man sich nicht anfangen. Hat der. Ich frage mich auch, wie ich die überhaupt fangen kann. Oh, Zytomega war auch dabei, stimmt. Ach, das klingt ganz Pokostoß. Selten kommt Flinch. Für mich ist es keine Überraschung, dass die Rückkehrzeit noch zwei schneller ist. Aber mich wundert, dass er one-hit ist, weil die Mega schon sehr tanky ist. Alter, Irokaze macht auch eine Menge in der Liga mit. Nebenbei, ich habe alle auf 55 mit, weil der stärkste Pokémon vom Champ auf Level 54 kriegt Gefalo. Alter, ich freue mich schon. Nach dem Top 4 haben wir ja noch zwei Kämpfe. Plus Credits. Schau mal, dass die 47 Minuten, ich hab schon, ne? Ich beschrieb wie der letzte Mensch an der Stelle. Komm, ich vertraue jetzt mal auf Sigrid und mach keine Paralyse vorher. Ich weiß nämlich, dass das schnell wie jeder fühlt alles ist. Und ich bin jetzt mit dir auf die geblieben, weil ich ganz genau weiß, dass das Ding schneller als so ein Luftschub raushaut und mit Flinch. Ich meine, ich würde es überleben, aber. Ja. Somnivora, wusste ich doch. Und wenn Irokaze da langsamer ist, boah, dann ist es nämlich so öffentlich. Ich bin das One-Hit hingegen, ist auch schon ein großer Held, weil das Ding ist auch sehr tanky. Okay, dann haben wir als letztes noch Mobitesse. Also der Kampf geht richtig schnell. Während der von Anissa und der von Eugen schon relativ lang gegangen sind. Okay, Standardstrahl war auch nicht viel. Ganz knapp überlebt halt. Ja, push dein Spezialangriff. Das ist dann das Push in deinem Leben. Mobitesse. Okay. Und das Ding kam schon gefahren, das fresse ich ein Besen. Ich nehme es auf Video auf. Natürlich hat Fire Emblem Heroes schon wieder keinen neuen Inhalt. Und die letzten waren im Januar. So, Kirscher. Also schon schneller als Mobitesse, WTF. Überlebt aber. Gedanken gut, okay. Guck mal. Hat sie ja. Leer. Nee, nicht die von TC, nicht die TCG-Karte, Alter. Tut mir ganz egal sein. Okay.
gab Lea. Die normale. Hm. Also jetzt macht es auf einmal weniger Schaden. Minroll. Ja. Da guckt ihr aus einer aus. Und Bobby Tiffy kann. Okay, es können noch Spukwolf-Psycho zu diesem Donnerblitz. Aber zu. Also, okay. Die Dumiga hat jetzt tatsächlich Fokusstoß, wusste ich doch. So, ja, mein Pokémon-Team hat dich besiegt, Mädel. Jetzt erstmal gucken. Aufnahme läuft noch. So. Ach du meine Güte. Du bist jetzt tatsächlich sämtliche Mitglieder der Top 4 besiegt. Dann untersuche nun die Statue auf. Ja. Ich kann jetzt zum Champ gehen. Aber erstmal. Oder soll ich sagen, zum Champ? In Anführungszeichen, weil. Ich habe schon gehört, einen schwarzen Weiß. Ist das ein bisschen anders geregelt? Man wollte halt ein bisschen Abwechslung reinbringen, kann ich komplett verstehen. Und jetzt kriegen wir auch gleich endlich unser sechstes Teammitglied. Yay! Obwohl, muss man jetzt noch ein Schloss erkunden. Aber ich habe gerade keine Ahnung, ob man das Schloss von Team Plasma hier auch noch erkunden muss. Weil ich weiß, dass es das ein was 2-2 gibt, aber da ist das ganz unten, ist das irgendwie in der Siegestraße mit eingebaut. War schwarz und weiß schon ein cooles Spiel. Und jetzt auf nach oben. Mega lange Treppen. Alter, ich will spielen ein Remake für die Switch. Das Spiel wird einfach so geil auf der Konsole aussehen. Ich meine, wenn die Switch jetzt noch, das ist 10, laut, wie laut Gerücht, noch 10 Jahre, hier Content bekommt, könnte ich mir sogar ganz, ganz gut vorstellen, dass Gen 5 dann auch noch auf der Switch geremaked wird. Also, weil der Gen 4 Remake kommt safe auf der Switch. Vielleicht dann, auf dem Handy? Ne, ich habe keine Ahnung. Wo denn sonst? Okay, N. N ist hier.